I Sostantivi in una frase. Die Subjekte in einem Satz. Ich schätze mal, da du auf das Video geklickt hast, dass du dich schon mit der Umwandlung der Substantive und deren Geschlechtserkennung auskennst. Falls doch nicht, klicke oben rechts auf das I. Die italienische Sprache kennt bei den Substantiven keine Fälle. Den Fall, in dem ein Substantiv in der deutschen Übersetzung eines italienischen Satzes stehen muss, musst du aus dem Kontext erkennen. Wie weiß man, welche Funktion das jeweilige Substantiv in einem Satz hat? Das wird über die Satzstellung deutlich. Das direkte und indirekte Objekt kann man unterscheiden, da das indirekte Objekt im Deutschen meist im Dativ immer mit einer Präposition steht und das direkte Objekt im Deutschen meist im Akkusativ eben direkt auf das Verb folgt. Die Genitivergänzung wird mit Hilfe der Präposition die ausgedrückt. Wenn du mehr über die direkte und indirekte Objekte und ihre Anschlüsse an das Verb wissen möchtest, klicke oben rechts auf das I. Analyse. Satz mit mehreren Substantiven. Ogni giorno cucino una pizza alla sorella di Stefano. Jeden Tag koche ich eine Pizza für die Schwester von Stefano. Ogni giorno, Zeitangabe, am Anfang und am Ende des Satzes. Io, Subjekt. Das Subjekt steht immer vor dem Verb. Nur wenn es betont werden soll, steht es hinter dem Verb. Ist nicht obligatorisch. Cucino, Verb. Das Verb ist im Italienischen meistens das zweite Element eines Satzes. Una storia, direktes Objekt, steht immer hinter dem Verb und wird ohne eine Präposition an dieses angeschlossen. Alla sorella, indirektes Objekt, wird immer durch eine Präposition an einem Verb oder ein direktes Objekt angeschlossen. Di Stefano, Attribut. Um Besitz anzuzeigen, verwendet man im Italienischen die Konstruktion di plus Besitzer. Mouth.